Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit über 10 Jahren wird vor Ort, aber wird auch hier im Parlament, über die Rohrleitung, über die Pipe, über das Pipeline-System für CO diskutiert. Und am Anfang waren die Diskussionen eher Diskussionen, wo es um eine Propylen-Pipeline ging, eine sehr, wie ich finde, unglückliche Geschichte an der Stelle, wo klar war, man will eine solche Pipeline eigentlich schaffen, weil man sagt, das ist ökologischer von der Umweltbilanz her, statt auf der Straße in das Rohrleitungssystem. Es ging auch um Sicherheit, um Zuverlässigkeit für das Unternehmen. Aber alle Fraktionen haben dem ohne Diskussion, ohne Debatten 2006 zugestimmt. Alle Fraktionen, wir auch. Wir haben aber leider schmerzhaft dazulernen müssen, nämlich dass es nicht um Propylen geht, sondern dass es um eine reine CO-Pipeline, Kohlenmonoxid-Pipeline geht. Deswegen haben wir auch schon seit 2007 hier im Parlament wieder diskutiert, ob man dieses Gesetz, was 2006 beschlossen worden ist, nicht zurücknehmen soll. Denn vom Kohlenmonoxid geht eine unglaublich hohe Gefährdung für die Bevölkerung aus. Kohlenmonoxid ist giftig, es bindet sich viel schneller und viel stärker an das Hämoglobin als Sauerstoff. Das heißt, die Atmung wird unterbunden, der Körper wird mit dem Sauerstoff nicht versorgt, man wird bewusstlos, es führt zum Tod. Das Schlimme am Kohlenmonoxid ist, es riecht nicht, man sieht es nicht, die Ausbreitung findet unbemerkt statt. Und egal, ob es ein großes oder ein kleines Leck ist, die Ausbreitung findet da statt, wo sehr viel Bevölkerung lebt, wo Schulen sind, wo Kindergärten sind. 67 Kilometer lang ist diese Pipeline von Dormagen bis nach Krefeld-Uerdingen. Und 67 Kilometer sind eine massive Strecke. Die Leitung ist gekennzeichnet mit gelben Tafeln. Das muss auch sein, damit sie nicht unbemerkt beim Umgraben und Umflügen kaputt und mit Leckagen geschlagen werden. In Bad Berleburg ist genau das gerade passiert. Da können Sie lachen. Sie können sich auch noch den Artikel dazu im WDR anschauen. Da hat nämlich eine Fräsemaschine, obwohl die Leitungen markiert waren, mal eben, um Glasfaserkabel zu verlegen, die Fräsung vorgenommen und hat dabei eine große Leckage zum Glück nicht in eine Kohlenmonoxidleitung geschlagen. Das hätte nämlich ganz andere Folgen gehabt, aber auch da war es sehr problematisch. Klar ist, vor Ort gibt es viele Bürgerinitiativen, und die Bürgerinitiativen sind gerne bereit, auch Ihnen, Herrn Brockes, vorzuführen, die man innerhalb von kürzester Zeit mit handelsüblichen Bohrern diese Leitungen, die auf 67 Kilometer gelegt sind, wie man sie zerstören bzw. Löcher reinschlagen kann. Und wenn Sie sich die Sicherheitslage angucken hier in Deutschland, dann wissen Sie, ein solches Risiko ist ein mittlerweile erhöhtes Risiko. Solche Leitungen, die so anfällig sind und so gefährlich sind, können wir uns hier nicht erlauben. Aber unabhängig davon, ob jetzt Leckagen reingeschlagen werden, wir haben auch gerade bei Shell gesehen, wie Leitungen und wie schnell sie kaputt gehen. Und 2009 bei der Druckprüfung waren schon massive Mängel sichtbar. Also falsch gebaut, schlecht gebaut, das Risiko ist hoch. Aber auch wenn solche Vorfälle passieren würden, bräuchten wir Gefahrenabwehrpläne vor Ort. Die Feuerwehr, die Kommunen sagen, es ist weder leistbar, noch ist es zu finanzieren. Wir haben nicht die Druckkammern, wir haben nicht die Rettungswagen. Die Kosten, die Dimension für eine solche Leitung sind nicht zu rechtfertigen, vor allen Dingen nicht, weil uns seit diesem Jahr ein Gutachten bzw. zwei vorliegen, die klar sagen, eine solche Leitung ist nicht notwendig. Am Standort ist sehr viel einfacher zu produzieren. Und von daher wäre auch das, was am Anfang für das Gesetz die Grundlage war, nämlich, dass wir damit die Sicherheit erhöhen, dass es wirtschaftlicher ist, all das haben die Gutachten bewiesen, dass es nicht der Fall ist. Warum jetzt der Antrag? Auch das wird gleich wieder eine Ihrer Fragen sein. Sie hätten das doch alles schon längst machen können. Ja, natürlich hätten wir auch dieses Gesetz zurücknehmen können. Wir wollten es ja auch schon 2007. Das OVG hat 2014 dann das Verfahren ausgesetzt. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht eine Rückweisung der Begründung vollzogen. Das heißt, sie haben nicht die Verfassungsmäßigkeit hergestellt, sondern ja die Begründung zurückgewiesen. Und es ist klar, dass der Abschluss des Planänderungsverfahrens jetzt im ersten Quartal 2018 ansteht. Also, wir haben eine neue Faktenlage. Und ich kann Ihnen sagen, wir hätten mit Sicherheit, wenn wir an der Regierung wären, die Auseinandersetzung mit der SPD, unserem damaligen Koalitionspartner, führen müssen.
ob wir dieses Gesetz zurücknehmen oder nicht. Es gab keinen Konsens, auch da will ich keinen Hehl draus machen. Deswegen haben wir gesagt, evaluieren, Gutachten, Dialogverfahren, all das haben wir gemacht. Es gab den Entwurf einer Kabinettsvorlage zur Aufhebung, aber all das entzieht Sie nicht Ihrer Verantwortung. Wenn wir ein großes Loch in einer Justizvollzugsanstalt hätten, müssten Sie das schließen, damit niemand entkommen kann. Hier haben wir ein riesengroßes Loch für die Bevölkerung, ein riesengroßes Frau Kollegin, Risiko. Die Redezeit, bitte. Sie haben die Verantwortung, das zu schließen. Das können Sie, indem dass Sie das Gesetz zurücknehmen. Das halten wir für notwendig und deswegen dieser Antrag.